So, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu GTA 3. Wir sind zumindest erstmal im alten. Salvatore ist tot, da haben wir keine Mission mehr für. Jetzt geht's weiter mit der Suke. So, wir wollen wieder zurückkommen irgendwie oder zurückfahren. In Richtung. Wieder zurück. Ja, ja, ist klar. Warte mal. Ich muss jetzt wieder erstmal. Ich muss mich jetzt wieder komplett orientieren. Okay, dann müssen wir hier durch. Also ich glaube, wir kommen hier sogar hin. Wir kommen hier sogar durch. Nein, kommen wir nicht! Doch, kommen wir wohl. Meine Fresse, du Idiot, ey. Wir fahren ja zurück, ist es dort doch kommen wohl. Wir fahren zu Staten Island. Der alte Teil ist nämlich der letzte Teil dieser Stadt. Also es besteht ja aus drei Teilen, wie ähnlich wie in GTA City. Ja. Aber mir sag ich. King Courtney will dich sprechen. Am Telefon in Astoria. Habe ich aber keine Nerven. So, so, da sind wir wieder zurück in Staten Island. Haben wir keinen anderen Weg gefahren, als wir den normalerweise gewöhnt sind. Normalerweise fahre ich ja über die Brücke oben, aber. Die Jungs, die müssen wir nämlich auch aufpassen hier. Weil die war, wo wir das Schiff zerstört haben von denen, wer sich erinnert. Wir werden uns das dann lesen. So, schön von dem Kopf. Ja, jetzt kann es wirklich nicht runter, oder? Alter, hier voll am Arsch der Welt gerade. Ich bin in der Polizeiwache gelandet. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade. Bin ich hier echt gelandet, Alter? Ich will doch nur zu dieser scheiß Mission hin. Das hat sich ein bisschen später aufgebaut. Wir fahren alle falsch. Moin, ich habe euer Auto zurückgebracht. Unter Bewachung. Na super. Salvatore's death comes as pleasurable news. You're an efficient killer. I like that in a man. Ah, this is my brother Kenji. Moin. I think I had a little job for you, but when you're done, drop by my casino and we can talk. Just like Kenji, always trying to play with my toys. Oh God. My police source indicates that the Mafia are watching our interests around the city in a bid to track you down.
We cannot continue our operations until they are dealt with. Take out these spying fools and end this vendetta once and for all. Na gut. Dann tun wir unser Bestes jetzt. Ne? 6 Minuten 30 Zeit für was? Momenten für Leute ausschalten, okay. Ich hasse das, wenn ich den Weg nicht direkt finde auf Anhieb. Ich hasse das. Ja, Dicke, verpiss dich. So. Leck mich am Arsch! Geh weg! Leck mich doch am Arsch! Jetzt habe ich dich. Das Gebäude. Definitiv zu lange dann. Ich habe 4 Minuten im Spiel verbraten. So, nächste. Aber es sind eh nur noch 2 Ziele. Kann ich nichts für. Und sie ist jetzt hier. Oh, war mir klar, weil die einfach nicht um die Ecken kommen. Tot. Sie juckt nur niemanden gerade, ne? Erledigt. Fresse.
Mafia-Heidis sind auch erledigt. Die kommen uns jetzt gerade auch nicht so wirklich. Watch out! Wir haben ein neues Ziel. Das ist Kenji. Aber wir werden auf jeden Fall weiter mit Azuki machen, würde ich sagen. Am Ende haben wir es dann relativ gut gelöst. Ich habe die Schippen alle schön. Nicht vom Sniper gut, oder? Was? Kann man steht. So, nächster Teil. So. Der Paparazzo. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Krieg ich den nicht mehr mal Sniper weg, oder? Ich muss das Boot zerstören von dem, oder was? Ah, da hinten ist er. Mal gucken, ob ich den von hier aus... Krieg ich den nicht... Wenn ich Glück hab, krieg ich den sogar von hier aus. Ah, nee, ich muss das Boot zerstören, ne? Ich brauche nicht so... Warte mal, oder krieg ich das mit dem Zählen? Warte mal. Wo ist das denn? Ja, da ist das Boot. Warte mal, das war mal anders. Jetzt muss ich wieder... Ui. So, aber mal anders. Gefischt, ja, vor allem schneller. Leck mich doch am Arsch! Wie kann die missgewohnten Dings überleben? Dann machen wir was anderes, dann fahren wir es doch mit was regulär. Scheiße. Ja, ja, schon klar. Das ist jetzt die sollte machbar sein. Warte, machen wir was anderes. Kriegen wir den tatsächlich, wenn die weggestappert, dann müsste der eigentlich auch weg sein. Der kriegt mal nicht hin. Boah, ich hasse das, wenn ich das. Ich hasse das, wenn ich das Sniper kann. Shit, das Boot war nicht. Ja, muss das nochmal machen. Okay, da müssen wir es regulär machen. Gut, dass es nicht so weit Wege sind. Komm, gib mir die Mission. Jetzt. Ah, ich katze gleich. Naja, ach gut, da kriegen sie alle hin. Wir kriegen es auch hin, ohne Probleme. So, okay, dann müssen wir es jetzt noch sowieso machen. So, dann fahren wir jetzt mal. Gehen wir zum Pier runter. Holen uns das Polizeiboot, machen es regulär. Und gut, ist. Muss ich ja da runter. So, erstmal hier ein bisschen Energie tanken. Hier geht's runter. Okay. Da hinten ist das. Ja, ich bin doch am Arsch. Faul, ehrlich gesagt, den Weg noch zu laufen. So. Mal wieder zurück in Portland. Also müssen wir wieder rüber. Das kann jetzt so lange dauern.
einfache Mission eigentlich. Ich wollte mich nur ein bisschen reintasten in diese Mission. Also fast durch. Jetzt haben wir's. Kavabums, 10.000. So, ups. So. Wunderbar. Nächste Mission wäre wieder Suki. Wir machen jetzt, wie gesagt, das mal ein bisschen durch. Bisher scheint es ganz gut zu sein. Wir haben jetzt Salvatore getötet, wir haben die Mafia-Typen getötet. Und wir haben jetzt den komischen Paparazzo ausgeschaltet. Wir haben ja drei Mann schon mit ihm durch. Also scheint mir wirklich noch wieder so auf einem Rachefeldzug gerade zu sein. Gut, das Ganze ist quasi nichts anderes als so ein Rachefeldzug. Ne? Ich erinnere mich gerade so ein bisschen wieder an Mafia 3. Da musste man nämlich, das war nämlich auch nichts anderes als ein kompletter Rachefeldzug. Das war mal ein geiles Spiel, definitiv. Also das hat mir so Laune gemacht. Ich bin ja halt durch persönlich mit dem Ding. So, jetzt müssen wir wieder nur zurückfahren. Fahren wir jetzt nach Staunton Island. Hier ist wieder. Ja, sollte ich den Boot ein bisschen reinpacken. Mai. Oh, gut gehabt. Weil eigentlich kann der Typ nämlich nicht schwimmen, glaube ich. Wunderbar. Dann mache ich hier mal Feierabend und sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. GTA 3. Entschuldigung. Tschüss.